Und willkommen zurück zu Risen 3. So, wir sind letztes Mal ja endlich Magier geworden und haben jetzt noch einige Hin- und Herlauf-Quests bekommen, die wir nach und nach erledigen müssen, bei denen wir uns jetzt quasi bei den Magiern und als Wächtern noch mehr überall einarbeiten. Als erstes sollen wir mal mit Ilva sprechen. Ich glaube, das ist der hier, genau. Jetzt, wo ich Wächter bin, kann ich dir da unter die Arme greifen? In der Tat. Und die Aufgabe wiegt auch nicht schwer. Ich habe vor kurzem meine Arbeiten an einem neuen Schwung Prismen beendet. Sie sind so eingestellt, dass der Anwender nun schneller dieses Schattengezücht entdecken wird. Was mir fehlt, ist jemand, der sie unter den Wächtern verteilt. Solltest du mir diese Gefälligkeit erweisen, werde ich dir einen Prismastein schenken. Okay. Wo kann ich sonst noch Prismen bekommen? Bruder Nergal hat vor Tagen ein Prisma von mir übereignet bekommen. Aber bringt er es mir zurück? Nein! Würde mich nicht wundern, wenn das gute Stück in einen seiner Kessel fällt. Ich denke, in deinen Händen wäre es sicherer aufgehoben. Ich werde die Prismen für dich verteilen. Hier hast du sie. Bitte bringe sie zügig zu den anderen Wächtern. Kann ich den nicht auch selber benutzen? Wer genau soll einen Prismastein erhalten? Bring den Wächtern Hartwig, Talbot und Cox jeweils einen. Außerdem sollen die Kadetten Wells und Garelt einen bekommen. Gut, werd's mir merken. Du kennst dich mit Astralsichtprismen aus? Allerdings. Ja. Mein Spezialgebiet ist das Konstruieren und Erforschen dieser einzigartigen Objektive. Wieso fragst du? Erasmus schickt mich. Ich brauche verschiedene Prismen. Ich suche den Blick des Alchemisten, den Blick des Goldes und den Blick der Magie. Der Blick des Alchemisten, des Goldes und der Magie sind sehr seltene Astralsichten. Wenn du ein richtiger Wächter sein willst, solltest du ein paar seltene Astralsichten besitzen. Wenn du etwas über die Prismen erfahren möchtest, frag mich einfach. Wegen der Prismen. Gut, das spamme ich jetzt einmal gerade durch, weil wenn er mir Orte sagt, dann werden die garantiert auf der Map angezeigt werden. So, und er kann mir jetzt des Blutes lehren. Diese Astralsicht macht alle Arten von Lebewesen sichtbar. Das nehmen wir doch mal auf jeden Fall. Das ist uns doch 500 Gold wert, würde ich sagen. Kannst du sonst kann er uns Fokus beibringen, das erhöht unsere Astralsicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was mir erhöhte Astralsicht in dem Sinne bringt, weil ab jetzt werden ja Mobs quasi gehighlightet. Ich weiß gar nicht, ob nee, hier geht das jetzt gerade nicht. Was es mir genau bringt, wenn jetzt werden die dann mehr gehighlightet, also deutlicher, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich will mit dir gerne. Weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig. Okay, Handeln, hat er denn irgendwie was, was ich überhaupt gebrauchen kann? Das sind ja alles hier Verbrauchsgegenstände, wenn dann will ich ja irgendwie eigentlich noch mehr Zauber haben oder sowas. Kann ich ihm denn was verkaufen? Zum Beispiel den Feuerregen können wir jetzt doch selbst machen. Dann können wir ihm doch den auf jeden Fall schon mal verkaufen. Wie war das jetzt hier noch so? Papageienflug behalten wir vielleicht mal. Versetzt den Gegner in Raserei und lässt ihn jeden und alles angreifen. Zieht deinem Gegner schleichend Lebensenergie ab. Zieht deinem Gegner Lebensenergie ab und fügt sie dir hinzu. Klingt alles eigentlich ganz cool. Also die Sachen würde ich dann vielleicht verkaufen, wenn ich sie irgendwann selber mal kann. So, was kann er mir nochmal beibringen? Sprüche herstellen. Binde die Magie deiner Sprüche in einfachen Gegenständen. Jeder dieser Gegenstände erhält eine Ladung des Zaubers. Also das heißt doch jetzt im Klartext, dass wenn ich irgendwas auf mein Schwert zaubere, dass wenn ich mein Schwert dann benutze zum Kämpfen, ich diesen Zauber ausführe. Kostet 2000 Gold. Das müsste ich mir vielleicht irgendwie nochmal... Also, wäre mal ganz nett, wenn ihr mir das schreiben würdet, ob ich das jetzt richtig gesehen habe oder nicht. Wäre eigentlich ganz nett zu wissen. So, und bei ihm kann ich jetzt den Blitz lernen für 40. Machen wir auch mal. Zeige mir, wie ich einen Blitz beschwören kann. Das klingt ja eigentlich schon mal ganz nice, weil das ist jetzt, glaube ich, das Erste, was wir so auf ein Ziel Target-mäßig wirklich haben. Dann nehmen wir mal den Blitz auch gleich auf hier 2, würde ich sagen. Blitz. Blitz, Blitz, Blitz. Blitz? Ah, hier, Blitzschlag, okay. Ja, Blitzschlag, so. Also liegt jetzt automatisch auf der rechten Hand. Das kann ich jetzt nicht irgendwie wie einen Zauber hier unten nehmen, weil das wahrscheinlich jetzt sowas ist,
was ich dann einfach permanent so durchgehend casten kann. Okay. Gut, dann haben wir den Teil aber auch fertig. Jetzt können wir hier nochmal schauen. Wir sollen ja hier diese Monolithensteine irgendwie organisieren, ne? Da fehlt uns jetzt irgendwie nur noch der dritte, oder wie sehe ich das? Genau, der dritte ist nämlich bei irgendeinem Typen auf Takarikua, dem er den gegeben hat. Dann könnten wir da ja vielleicht mal gucken, ob wir den nicht vielleicht mal organisiert kriegen noch. Das könnte zeitlich ganz gut klappen, denke ich, und wäre auch nicht unwichtig, dass wir hier die Magier, obwohl ich kann ja auch direkt zum Schiff reisen, ne, genau. Dass wir diese Quests für die Magier erstmal soweit durchkriegen, um da möglichst viel eben von denen zu lernen. So, sieht ja schon mal atmosphärisch hier ganz schick aus. Wo ist das Boot? Da. Am Strand. Und dann wollen wir. Wohin? Oh, jetzt sind wir natürlich ganz blöd gespawnt, sehe ich gerade. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal an der Küste entlang, oder? Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal, weil... Naja, sonst wird sich das eben doch ziemlich doll hinziehen. Dann haben wir hier jetzt Jack. Ich will jetzt nicht unbedingt auf dieser Insel hier groß Bekanntschaften schließen oder sowas. Sondern ja eigentlich nur mal da diesen einen Monolithenstein organisieren, den ich im Moment haben will. Und dann können wir ja gerne nachher hierher mal wieder zurückkehren. Das denke ich ist gar nicht schlecht. So, und jetzt müsste ich doch mit rechts zielen und mit links dann... Genau. Ja, das ist doch sehr nice. Aber ich kann es auch direkt so benutzen. Ich nehme natürlich mal an, dass es jetzt im Moment noch nicht allzu viel Schaden machen wird. Wobei, ich glaube, das geht sogar ganz gut. Der hat nichts. Hier haben wir noch eine Muschel. Dann kommen wir jetzt ja endlich voll ans Zaubern. So, da haben wir so einen Teil, mit dem ich mich vorher nicht anlegen wollte. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Was haben wir denn da? Eine Riesenkrabbe. Kann ich auch aufladen? Ich glaube nicht. Kann ich vielleicht aufladen, wenn ich so... Oh ja, so kann ich aufladen, tatsächlich. Ah ja, dann muss aber der Gegner eben auch so... Dann muss der Name da auch so stehen, passend. Was schmeißt den Gegner dann auch um? Das ist ja ziemlich perfekt eigentlich. So, Riesenkrabbe getötet. Und das ohne Probleme. Ab jetzt wird das Spiel langsam spielbar für mich, glaube ich. Oh Mann, das hat sich jetzt aber auch hingezogen. Also machen wir das wirklich an der Küste? Ich glaube, das machen wir einfach. Wir laufen ja an der Küste weiter. Farmen ein paar Mobs ab. Da können wir die Zauber mal ein bisschen durchprobieren, auf welcher Modi mir hier besser passt. Wobei ich glaube, mir passt wirklich eigentlich der hier besser. What? Okay, ein bisschen aufpassen muss ich aber noch. Kann ich auch nicht einen Feuerregen mal machen? Ah, der hat Cast Time, okay. So, genau. Also ich finde jetzt schon, dass es sich gelohnt hat. Diese Riesenkrabben finde ich... What? Die lebt noch? Sehen übrigens sogar ganz gut aus, finde ich. Muss ich sagen. Grafisch so. Okay. Ein bisschen Grog erstmal hier. Eine Buddel mit rum. So, und jetzt haben wir ja noch hier 8. Damit kann ich doch... Ich hole die Sachen einfach so zu mir. Ah, jetzt verstehe ich das, was ich damit effektiv... machen können soll. Aber jetzt hat er mir das ja quasi Scheiße, warte mal. Hält das Spiel so an? Weil der legt mir das ja hier oben dann, was ich benutzen will. Genau, nee, das will ich ja so gar nicht. Kann ich das irgendwie wegklicken? Aha, okay, so. Ich hätte das meinetwegen noch da reinnehmen. Oder ich kann ja auch wechseln, ne? Mit 9 und 0 kann ich dann ja zwischen den beiden Sachen hin und her wechseln. Für die linke Hand habe ich jetzt aber noch nichts Neues, wie ich das sehe hier. Okay, gut. So, kann ich jetzt also sagen, hier Waffe ziehen. Und, so. Genau. Autsch, WTF. So. Oh, das war ja perfektes Timing. Bam. Und... Also man kann das so, ich kann jeden Zauber quasi aufladen, das erhöht dann eben den Schaden. Ich kann natürlich die Zauber auch komplett durchspammen. Moment, ist der tot? Ja, ne? Der ist tot, weil der sieht so ein bisschen komisch sieht's aus. Da hinten müsste noch leben, genau. Und dann kann ich ja hier mal mit sowas anfangen, ne? Weil dann, wenn er hier kämpfen will, dann muss er automatisch schon mal hier in diese Feuerregen-Aura, nenne ich es mal, reinlaufen. Das ist nicht wirklich eine Aura, aber eben so ein Flächenzauber direkt über mir. Und daher kommt er dann nicht drum rum, da schon mal reinzulaufen.
Ja, aber ich muss sagen, das klappt doch jetzt ganz vernünftig. Da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr meckern. So, und jetzt kann ich ja eigentlich mit hier zum Beispiel 9 dann sagen, ja, oh hier. What? Oh nee, ich kann nicht sagen mit 9 hier, sondern ich werde dann erstmal voll angegriffen. Na komm schon. Und ich glaube, da ich das jetzt im Moment noch am häufigsten benutze im Vergleich zu allem anderen, würde ich sogar dazu neigen, kann ich den nicht looten, das hier eher mir hierhin irgendwo zu legen. Also der Blitzschlag kommt meinetwegen dahin und die Wintern kommt dahin. So. Dann kann ich mit 2 und 3 besser wechseln, als wenn ich immer die ganze Hand bewegen muss für 9 und 10. So, dann Teufel. Bam, bam, bam. Bam. Achso, jetzt hatte ich den zum Beispiel gerade gar nicht passend anvisiert, dann kriegt er trotzdem den Zauber ab. Weil sonst keiner in der Nähe ist, oder? Klingt ja eigentlich ganz gut, so. So, da haben wir auch einige Gegner noch im Wasser. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier so eine schöne Farmrunde. Bin ja nicht ganz gut. Oh, der scheint auch tatsächlich passend Flächenschaden zu machen, wenn die schön nah aneinander sind, ne? Wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt so mache? Ja, also hiermit bin ich nicht ganz so zufrieden. Gerade zumindest nicht. Vielleicht nochmal auf größere, ich glaube auf größere Distanz, so für den Pull, für den ersten Pull ist das, glaube ich, ganz gut, das so zu haben. Aber eigentlich finde ich den Blitz schon ganz nett, so. So ein bisschen Proviant. So, hier war doch noch einer, ne? Oder? Oder doch nicht? Ich sehe keinen. So, dann können wir es jetzt ja auch mal mit 2 Riesenkrabben aufnehmen, oder? So, ich sehe gerade, dass der Feuerregen ziemlich viel Cooldown hat. Ich dachte, ich könnte den jetzt gleich nochmal casten. Aber es scheint andersrum nicht wirklich ein Problem zu sein. Aber so wie jetzt kann man das auch ganz nett so machen eigentlich. Und jetzt dann eben ein Stück weg. Aufladen, bam, bam, ja. Klappt doch perfekt. Ich würde fast sagen, ich weiß ja gar nicht, was ihr habt. Aber was habt ihr denn auch? Gar nichts, ja. Klappt einfach so wie. Jetzt kann ich mich nebenbei auch vor allem mehr aufs Ausweichen so ein bisschen hin und wieder konzentrieren, wenn mich nicht gerade schon wieder 3 Gegner angreifen würden. 4 Gegner, oh shit, jetzt mache ich mich aber hier ein bisschen so langsam. 5 Gegner zähle ich jetzt schon. Feuerregen. So, macht der Feuerregen jetzt bitte die ganzen Sandteufel schön platt. Also ich fühle mich noch nicht richtig übermächtig, weil ich halt immer noch, man sieht das halt ziemlich leicht aus der Fassung gebracht werden kann vom Zaubern. Aber wenn ich jetzt noch zu, ich sag mal, einem Magieschild oder sowas komme, dann ist das schon ziemlich Bombe. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Gegnern ist, ob die auch alle so umgeworfen werden können wie so eine Riesenkrabbe hier. Aber hier klappt das jetzt ja wirklich einwandfrei. Zack, hier haben manche noch Muscheln dabei. Ne, die nicht, okay. Ja, da auch nicht. Eieiei, da fahren wir aber echt die ganze Küste jetzt ab. Aber was soll's. Ich denke, allzu oft werden wir in nächster Zeit sowieso auf diese Insel ja wahrscheinlich nicht kommen. Wir uns jetzt ja genau für die Gegenfraktion quasi entschieden haben. Ein bisschen rumfarmen ist auch bestimmt nicht schlecht hier. Überhaupt erstmal in Runde kämpfen, ey. Wir haben so viele Folgen in der Stadt einfach nur gelabert. Und weißt du, das ist ja auch für mich so. Normalerweise, also ich bin es ja gewohnt, dass ich in den Aufnahmen quasi 24/7 labern soll oder labern muss, in Anführungsstrichen. Einfach damit da nicht diese Leerlaufszenen so in diesen Spielen sind. Aber dass wir auch so viel, wo ich einfach vom Bildschirm sitze, immer wenn 2 Minuten reden lasse, dann einen Linksklick machen darf und dann wieder reden lasse. Ich finde das storymäßig ja eigentlich ganz gut inszeniert so. Also ich finde, jeder Charakter hat so ein bisschen Tiefe bekommen. Ich weiß ja nicht, ob da noch Folgequests haufenweise kommen oder wie das aussieht. Aber bisher finde ich es eigentlich echt gut. Bis auf, dass man echt, also jetzt für meinen Pfad, dass ich mega viel echt erst labern musste. Ich weiß jetzt ja nicht, wie es wird, wenn man sich jetzt sagt, yo, ich will jetzt einfach Nahkämpfer werden. Dann skillt man halt von vornherein auf Nahkampf, macht von vornherein mehr Schaden und so, weiß genau, wofür man die Punkte ausgeben muss. Dann ist das ja schon irgendwie, hoppala, was völlig anderes als das, was wir hier jetzt durchgemacht haben, kann man ja wirklich sagen. Wow. Okay.
Gut. Den nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir hier die ganzen Strandfischer fertig. Seht ihr auch schon irgendwelche Nashörner und so. Ich glaube, gegen die habe ich jetzt gerade noch gar nicht so viel Bock. Aber hier diese kleinen Strandviecher und sowas, das geht doch schon wirklich gut. Schubidubidu. So, achso, oh, der Feuerregen ist noch nicht wieder fertig. Glaube ich, eben einmal aus Versehen eingesetzt. Und Feuerregen. Bam. Bam. Aber auch grafisch finde ich das auch vernünftig aus. Weil irgendwie beschweren sich ja viele, dass, das ist jetzt aber nicht der Stand von 2014. Also zum einen, man muss wie gesagt bedenken, das Spiel ist von einem kleinen deutschen Entwicklerteam gemacht. Das ist kein AAA 200 Entwickler, die da 200 Leute, die da wirklich jahrelang dran gesessen haben, sondern ich sag mal, seit, ich weiß nicht mehr, wann Risen 2 genau rausgekommen ist, ob das jetzt 2011 oder 2012 war, aber also das deutsche Studio Piranha Bytes ist wirklich nicht so groß besetzt oder zumindest nicht übermäßig viele Programmierer da und auch so insgesamt Leute, die an dem Spiel mitmachen. Das sind ja bei weitem nicht nur Programmierer, auch hier die ganze Vertonung und sowas. Wir haben ja unglaublich viele Tondateien hier dabei, Tonspuren, die ganzen Dialoge und so, wenn man sich das mal überlegt. Und das finde ich schon wirklich in Ordnung. Und ganz ehrlich, es muss auch nicht jedes Spiel ein AAA-Spiel sein und auch wirklich dem Stand der Grafik sein, damit es Spaß macht. Das mal ganz so am Rande. Und man hat natürlich jetzt gerade in dieser Phase, das ist immer eine blöde Phase, um Spiele zu releasen, ist einfach so, weil die ganzen neuen Engines halt vorgestellt wurden. Ne? Man hat jetzt die, ich sag einfach als Beispiel mal die Unreal Engine 4 gesehen zum Beispiel, ist da einfach grafisch jetzt auf ein totales Übermaß eingestellt. Dafür müssen halt die ganzen Spiele erst nochmal gemacht werden. Das ist jetzt wirklich nur die Engine, die erstmal fertig ist. Und für die Engine müssen jetzt eben die ganzen Spiele, oder mit der Engine müssen jetzt die ganzen Spiele programmiert werden. Verstehe ich nicht. Das sind irgendwelche Ahnensteine und so ein Scheiß. Kein Goldschmied. Überhaupt keine Ahnung. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Oh, warte mal. 35 von 40. Das kriegen wir ja vielleicht mal gerade hin, oder? Fingerfertigkeit. Das kriegen wir ja mal gerade einen hoch, würde ich sagen. Gerade einen hoch kriegen. Oh Gott, das darf schon wieder keiner hören. So, beeinflusst die Wirkung. Ich glaube, das hier können wir jetzt auch einfach mal weiter skillen, oder? Wir haben jetzt ja ziemlich viel Ruf uns angefarmt. Oder Ruhm. So lassen wir es vielleicht erstmal. Müsste ich das auch hinkriegen. Das wird bestimmt ein bisschen schwerer, das Schloss. So, ich habe ja immer noch keine Ahnung, wie das hier so richtig funktioniert. Also die beiden bleiben oben. Wenn ich jetzt noch da gehe, geht auch alles. Wenn ich jetzt einen nach links gehe, fallen die wieder runter. So, aber jetzt habe ich eine Idee. Hoppala, nee, doch nicht anscheinend. Dem da gehe, dann springt jetzt nur der nächste hoch. Nein, springen irgendwie alle hoch. Mit dem da anfange. Dann nach links ziehe. Ne, das geht auch irgendwie nicht. Hab irgendwie keine Ahnung gerade. Das Schlösserknacken auch noch nicht so ganz verinnerlicht. Zu dem darf ich nicht, wenn ich da anfange. Darf ich zu dem, darf ich zu dem, darf ich dann zu dem? Aha, dann zu dem und dann zu dem, okay. Also man scheint da irgendwie eine besondere Reihenfolge mal durchlaufen zu müssen. Trank der Magie. Du spürst förmlich, wie der Magie durch deinen Körper fließt. Verbrauchsgegenstand, okay. Jetzt quasi schon gehofft, dass es durchgehend meinen Magiewert erhöht oder irgendwie sowas. Aber ganz so toll scheint es nicht zu sein, aber hey. Mag ja auch eine temporäre Verstärkung sein, was weiß ich, 50% stärker mal eben. Dann ist es ja trotzdem ziemlich nice. Auch wenn es nicht permanent ist, leider. So, dann machen wir sowas. Und dann machen wir sowas. Und sowas. Und sowas. Was mir gerade einfällt, der Erasmus, der hat uns jetzt ja bisher alle Zauber einzeln beigebracht. Also wir konnten ja nicht sagen, yo, ich wähle jetzt aus einer Liste von 10 aus. Und er hat uns ja ganz klar die Reihenfolge vorgegeben. Und ich habe ja bei Blitz jetzt danach noch gar nicht wieder geguckt. Ich weiß gar nicht, was da jetzt als nächstes kommt. Könnte ja durchaus sein, dass da jetzt noch was nächstes Cooles kommt, für das wir genug Kristalle haben. Das habe ich auf jeden Fall auch festgestellt, wofür wir die Kristalle denn genau brauchen. Und zwar, um die Zauber letztlich zu lernen. Ich dachte ja, die bräuchte man dann vielleicht, dass das doch das Mana wäre in Form von Kristallen oder so ein Zeug, dass ich die verbrauchen oder sowas. Aber so scheint es ja zum Glück wirklich nicht zu sein. Sondern eben so, dass man die nur einmal braucht. Und
Ja, ist eben die Währung, sag ich mal, für Zauberlernen, in Anführungsstrichen. So, jetzt haben wir ziemlich viel hier rumgefarmt, die ganze Folge lang. Ich wollte mal einmal gerade noch kurz auf die Karte einen Blick werfen. Also ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt vielleicht noch bis da hinten hindurch. Und, ja. Dann können wir nächste Folge wahrscheinlich dann uns da diesen dritten Monolithenstein organisieren und dann mal gucken, was wir damit anfangen können. In der Hafenstadt, in dem Magierlager, dann mal wieder gucken, was wir als nächstes für Zauber lernen können und all diese Sachen eben. So. Die Sachen hier nehmen wir mal noch mit. Bei dem da auch gerade noch gucken, ob der was gedroppt hat. Schubidu. Nein, hat er nicht. Aber hier sind noch Muscheln. Da ist noch eine Muschel. Hab gar nicht geguckt, wie viel so eine Perle eigentlich wert ist. Gerade so eine Perle. Oh, drei. Muss vielleicht gerade mal auf das Feuerteil warten. Wir haben hier ja. Ne, wo ist denn das? Plunder, ne? Genau. Kriegen wir Perlen. Eine Perle hat einen Verkaufswert von 15. Also irgendwie auch nicht allzu viel. Aber hey, wenn es doch da ist, ne? Genau. So, jetzt würde ich sagen, versuchen wir hier mal gerade dran vorbeizurennen. Was natürlich schon wieder so überhaupt nicht klappt. Gehen uns hier mit gigantischen Gegnermengen an. So, und jetzt können wir hier den da machen. Und bam! Bam! Wer ist hier der Magier? Ja. Auf jeden Fall finde ich das so jetzt schon ziemlich nice. Mir ist eben noch fehlt so ein bisschen die große Varietät an Zaubern, sag ich mal. Aber an sich ist doch schon hier mega Bombe. Guck mal, die kommen gar nicht an uns dran. Die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Na gut, der eine, ich dachte, der wird down. Der hat auch keine Lebensleiste mehr, Mensch. So. Und denen hat keiner mehr was. So, dann ist da der NPC mit dem dritten Monolithenstein, wenn ich jetzt in der Story richtig aufgepasst habe. Dem widmen wir uns dann morgen zu. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis morgen. Tschüss.